Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Team of the Season Prediction. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und der nächsten Liga und zwar der Serie A. Heute geht's also los mit dem italienischen Oberhaus. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung sind Links und zwar zu Instagram und Twitter auf jeden Fall auschecken. Bin ich momentan sehr aktiv. Facebook und Randy Run. Schreibt in die Kommentare eure Meinung zum Team of the Season. Schreibt in die Kommentare eure Meinung, welche Spieler da reinkommen sollten und natürlich zu meinen beziehungsweise meine Näherauswahl. Wen habe ich da zu Unrecht reingenommen? Wen habe ich vollkommen zu Recht reingenommen? Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Aber die größte Unterstützung ist natürlich der Like und da würde ich mich am meisten drüber freuen. Wir wollen nicht lange drum rumschnacken, denn wir haben wenig Zeit. Bald sind die Team of the Season schon da. Das Most Consistent ist schon angekündigt und das aktuelle Team of the Week sieht auch ziemlich krank aus. Deswegen haben wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Vorfreude jetzt gewonnen für dieses Team of the Season und fangen dementsprechend an mit dem ersten Torwart in der Serie A und das ist Samir Handanovic. Oh, ich verwechsel immer wieder mit Begovic, aber Asmir Begovic und Samir Handanovic. So, Samir Handanovic, 84er Rating, hat ein Upgrade bekommen, soweit ich weiß, im Winter. Oder hat er keins bekommen? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall mehrere Informs gehabt und das vollkommen zu Recht. Genialer Keeper, der mal wieder die absolute Defensive bei Inter anführt. Natürlich haben die starke Innenverteidiger mit Miranda, beispielsweise mit Murillo, die eine klasse Saison spielen. Aber Handanovic ist natürlich trotzdem der Fels in der Brandung, war er die letzten Jahre auch schon immer. Und dementsprechend schlägt sie das in seinen Leistungen und seinen Informkarten wieder. Und dementsprechend wird er auch ein Team of the Season erhalten, bin ich mir relativ sicher. 90er Rating habe ich für ihn angepeilt und das Ganze mit unglaublich überragenden Werten. Wir haben da 94 Hechten, 94 Reflexe und dazu natürlich nicht zu vergessen noch andere geniale Werte wie 94 Positioning, 92 Ballsicherheit. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, sieht extrem krass aus, wird extrem teuer werden, aber hat er sich verdient und dementsprechend ist das der erste Torwart. Der zweite ist dann eine absolute Legende und den haben wahrscheinlich auch schon viele erwartet. Er hat glaube ich nur 17 Gegentore bekommen die ganze Saison und das ist natürlich ein Ausrufezeichen und zwar ist das Gianluigi Buffon. Am Anfang sah es nicht gut aus für Juve, mittlerweile sind sie wieder Tabellenführer in der Serie A und das vollkommen zu Recht nach guten Leistungen in der Champions League, nach guten Leistungen im eigenen Pokal, wo sie gerade gegen Lazio führen bzw. gewinnen und die auseinandernehmen und nach guten Leistungen natürlich in der Liga. 93 Hechten, 93 Reflexe, 96 Positioning und 91 Ballsicherheit für den All-Star von Juventus Turin und das vollkommen angemessen. Auch er hat natürlich Informs erhalten, zuletzt erst der in dieser letzten Woche jetzt aus unserer Sicht 87er Rating, jetzt 90 auf seinem Team of the Season plus 3 im Vergleich zur letzten Informkarte und das vollkommen angemessen. Die Stats sehen genial aus, der Preis wird genial sein und der Typ ist einfach eine absolute Legende und ich hoffe, dass er niemals aufhören wird, auch wenn es wahrscheinlich irgendwann dazu kommen wird, aber bei Juventus Turin wird auf jeden Fall ihm Denkmal gebaut werden, da bin ich mir relativ sicher und das hat er auf jeden Fall verdient. Kommen wir zur Verteidigung und da haben wir gleich direkt den nächsten Innenverteidiger von Juventus Turin, der hatte Informs, das wollte ich sagen. Und zwar ist das Leonardo Bonucci, der eventuell beste Innenverteidiger der kompletten Serie A. Und zwar momentan. Natürlich kann man sagen, gut, Chiellini, der ist zumindest im FIFA deutlich besser, aber Bonucci ist einfach in meinen Augen diese Saison besser gewesen als Chiellini, was einfach daran liegt, dass der Typ wirklich alles kann. Der ist kopfballstark, der ist robust, der ist schnell, der ist einfach alles. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Chiellini sich irgendwann, ich weiß gar nicht wann, verletzt hat und auf jeden Fall nur 22 Spiele in der Serie A gemacht hat. Dementsprechend hat da Bonucci doch schon einige mehr angehäuft und wird dementsprechend auch sein Team of the Season bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Er hatte, wie gesagt, krasse Saison gespielt. Er steht auf dem Zettel vieler renommierter Teams, beziehungsweise auch beim FC Bayern unter anderem, wenn man über deutsche Spieler redet oder über deutsche Vereine redet und hat bisher 32 Spiele gemacht, 2 Tore, eine Vorlage. Ich denke, es ist keine Frage, dass dieser beste Innenverteidiger der Serie A ins Team of the Season reinkommen wird. Zweiter Innenverteidiger. Wir haben übrigens diesmal 4 und nur 2 Außenverteidiger, weil in der Serie A gibt es ja nicht so viele Außenverteidiger. Der zweite ist auf jeden Fall der nächste sehr interessante und zwar Miranda, die Leihgabe von Atletico Madrid an natürlich Inter Mailand gerade bereits gesagt. Die haben eine sehr stabile Innenverteidigung und dazu zählt auch, beziehungsweise da ein Grund für, ist auch Miranda. Der ist seit seinem Wechsel, ich weiß nicht, warum er ausgeliehen wurde, aber seit diesem Wechsel nochmal richtig aufgeblüht in seinem doch schon relativ hohen Alter und hat bei Inter Mailand immerhin eine Informkarte und ein Upgrade bekommen. Im Winter auf 85, die Informkarte ist auf 86 und dementsprechend denke ich mal, dass die Team of the Season gerade, wenn er eine bekommen sollte, was ich mir gut vorstellen könnte, auf 91 geht, 79 Tempo, 94 Defending, 87 Physis. Das ist so ein Spieler, der ja bei der Meisterschaft von Atletico hochgekommen ist, genauso wie Godin und sich seitdem konstant auf einem sehr, sehr hohen Level bewegt und ich denke genau deswegen ist es auch verdient, dass der ein Team of the Season bekommt. Nebenbei bemerkt ist Inter übrigens, die, soweit ich es gesehen habe, zweitbeste Defensivmannschaft der Liga, glaube ich, 30 Gegentore erhalten bzw. kassiert und das ist natürlich auch der Verdienst von Miranda. Offensiv war der auch nicht schlecht, ein Tor und 3 Vorlagen in 28 Spielen, kann sich sehen lassen. Ich bin gespannt, ob Atletico den zurückholen wird oder wie das Ganze mit ihm weitergehen wird. Wir werden sehen, was passiert, aber ach, ich sehe schon.
2017 ist die Leihe erst vorbei. Gut, in FIFA ist es anders. Und er geht für 11 Millionen zu Inter. Na, Atletico wird sich auch in den Arsch beißen. Ja, wie auch immer. Das war's auf jeden Fall zu Miranda. Wir kommen zum nächsten Spieler. Und das ist der dritte Innenverteidiger. Und das ist Kalidou Koulibaly. Ist ein Franzose mit senegalesischen Wurzeln und hat momentan 79er Rating. Im Winter ein Upgrade erhalten auf 79 von, ich glaube, 78 und in Form auf 80. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ein Team of the Season mit 85er Rating bekommt. 87 Defending, 93 Physis, 77 Tempo, 45 Passen und 60 Dribbling sehen nicht ganz so nice aus, aber auf jeden Fall in Ordnung. Warum Kalidou Koulibaly? Ganz einfach, Neapel spielt eine unglaublich starke Saison. Waren in der Euroleague sehr, sehr stark dabei, sind dann ausgeschieden, überraschenderweise, was nicht viele erwartet hatten, aber ist halt nun mal passiert. Dazu muss man ganz ehrlich sagen, in der Liga stehen sie sehr gut da. Und zwar direkt in der Juventus Turin sind für mich auch momentan das zweitstärkste Team in der Serie A. Natürlich gibt es da viele auf einem Niveau, beispielsweise Florenz, eventuell Inter Mailand noch. Aber es ist natürlich schon ja beeindruckend. Beispielsweise das letzte Spiel erst und das war jetzt irgendwann, ich bin mir gar nicht sicher genau wann, auf jeden Fall also 6-0 gewonnen gegen Bologna. Das war, glaube ich, im Pokal. Nee, war nicht im Pokal, war in der Liga, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das letzte Spiel haben wir doch, das letzte Spiel haben sie, glaube ich, 6-0 gewonnen gegen Bologna. Auf jeden Fall sind sie Zweiter, das weiß ich, mit ordentlich Rückstand auf Juventus Turin, auch mit ordentlich Forschung auf AS Rom, werden dementsprechend direkt in die Champions League einziehen und das vollkommen zu Recht nach der Leistung in dieser Saison. Und ein wichtiger Teil davon war die Defensive um Kalidou Koulibaly und dementsprechend denke ich, dass ein Team of the Season bekommen wird. Leider Gottes, muss ich übrigens dazu sagen, haben wir in der Serie A keine Not mehr, das wird auch bei der Premier League und bei der BVA ein Problem sein. Bei der BVA bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber bei der Premier League auf jeden Fall habe ich zumindest bisher noch keine gefunden und dementsprechend ist das Ganze nicht so einfach. Aber auch ohne Noten steht, denke ich mal, fest, Koulibaly sein Team of the Season auf jeden Fall verdient hat und ihn dementsprechend auch bekommen wird. Kommen wir zum vierten Innenverteidiger aus der Serie A und damit zum letzten. Und auch der sieht nochmal, ja, wie soll man das beschreiben? Mega overpowered aus. Es ist Konstantinos Manolas. 85 Tempo, 92 Defending, 90 Physis. Das ist genial. Der hat einen richtig starken Inform bekommen zum Anfang des Spiels, als er beim AS Rom gerade mal ja so richtig durchgedreht ist und hat sich auch im Laufe der Saison immer weiter verstärkt und immer weiter konstant auf einem hohen Niveau gespielt. Dementsprechend im Winter ein Upgrade bekommen auf 83, ist mittlerweile gehandelt als einer der besten Innenverteidiger der Serie A und das vollkommen zu Recht. Auch die Roma steht als Tabellendritter, alles andere als schlechter. Die hatten zwar ihre Krisenphasen mit Spalletti unter anderem, jetzt auch der ja seine Krise mit Francesco Totti hat, aber im Fußballerischen her kann sie das auf jeden Fall sehen lassen und Manolas ist ein wichtiger Teil der Defensive der Römer. Dementsprechend für ihn eine Team of the Season Karte mit einem Rating von immerhin 89 mit den genannten Werten. Das sieht sehr stark aus, gerade weil er so schnell ist. Natürlich ist der einzige Schwachpunkt sein Shooting. Das ist wirklich ja, miserabel. Seine Kopfballpräzision leidet auch darunter. Aber eine Vorlage und ein Tor hat er in Realität gemacht. Deswegen kann es nicht so schlecht sein. Und ja, Rom hat den 2014 für 13 Millionen gekauft. Mittlerweile hat er einen Marktwert von 24 Millionen. Ich denke mal, da haben sie alles richtig gemacht. Und ich bin gespannt, ob der bei Roma bleibt oder ob der eventuell jemand anderes ja, interessiert ist. Momentan, beziehungsweise zuletzt war das Gerücht mit Chelsea, aber wir werden auf jeden Fall sehen, was da so passieren wird mit dem guten Konstantinos Manolas. Kommen wir zu den Außenverteidigern, die sind auch nochmal relativ interessant. Da haben wir, wie gesagt, nur zwei von, aber die sehen sehr gut aus. Das ist zum einen Goulam, ebenfalls von Napoli. Auch der hat eine sehr starke Saison gespielt mit seinem Verein, haben wir ja gerade schon angesprochen. Napoli als Tabellenzweiter und Goulam persönlich mit zwei Informs in FIFA 16 Ultimate Team und das auch vollkommen zu Recht, denn der hat nochmal ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Ist 25 Jahre alt und definitiv einer der besten Außenverteidiger in der Serie A. Ich bin gespannt, ob er dabei bleiben wird, beziehungsweise ob er bei ja, Napoli bleiben wird oder aber eventuell zum anderen Verein wechseln wird. 4 Vorlagen gemacht, 30 Einsätze und hat seinen Marktwert ja ordentlich gesteigert von ja, den 5 Millionen, die er irgendwann mal gekostet hat, auf mittlerweile 11 Millionen. Das ist definitiv ordentlich im Vergleich zur Hinserie bzw. zur ja, Saisonstart sind das immerhin 4 Millionen plus. Kann man so machen. Napoli hat einfach geniale, talentierte Spieler und dazu gehört auch Goulam, der übrigens 1,88 groß ist, also auch ein Innenverteidiger theoretisch und algerischer Nationalspieler. Alles wunderbar, war auch ja, bei Afrikas Fußballer des Jahreswahl 2015 vertreten. Ich denke mal, man kann auf jeden Fall rechtfertigen, dass er ein Team of the Season bekommt. Und die Karte sieht auch nice aus. 86 Defending, 86 Füße, 81 Passen, 81 Dribbling, 85 Tempo, 4. Ganz wenig zu Club 80. Allerdings haben wir noch einen Club 80 und das ist der letzte Verteidiger im Serie A Team of the Season. Und zwar der einzige Rechtsverteidiger. Sein Name ist Alessandro. Heißt er Alessandro? Florenzi auf jeden Fall. Und der, liebe Freunde, hat eine richtig kranke Karte. Guckt euch das an. Das ist ja nicht mehr feierlich. 89 Tempo, 87 Dribbling, 84 Defending, 85 Physis, 85 Passen, 87 Shooting. Der schwächste Stat ist Defending. Ist auf seiner normalen Karte auch schon so, aber das vollkommen zu Recht, denn der Typ kann einfach offensiv alles. Der ist ein totales Monster. Die Roma wieder als Dritter. Also wir haben eine sehr, sehr stark geprägte Defensive von den ersten drei. Das liegt aber auch natürlich daran, dass die wenigsten Gegentore kassiert haben und die besten Defensiven haben. In der Serie A ist die Defensive relativ wichtig und das sieht man auch daran, dass Juventus mit einem unglaublich guten Keeper und einer unglaublich guten Verteidigung so weit oben steht.
Ich denke mal, da gibt es Sinn, oder? Florenzi ist auf jeden Fall Nationalspieler von Italien, wurde gegen Deutschland komplett ohne Sinn und Verstand in der Innenverteidigung eingesetzt. Normalerweise sollte er da nicht spielen, sondern Außenverteidiger, beziehungsweise eventuell sogar noch ein bisschen weiter vorne. Er hat in dieser Saison 7 Tore und 4 Vorlagen gemacht als Außenverteidiger. Ich meine natürlich, die Roma, beziehungsweise in der Serie A spielt man teilweise mit ein bisschen anderem System. Aber der Junge hat nichtsdestotrotz trotzdem meistens Rechtsverteidiger gespielt. Meistens sogar als Kapitän, wenn man sich die letzten Spiele mal anguckt. Ab und zu mal zentraler Mittelfeldspieler. Ich denke, die Team of the Season-Karte wird, wenn sie kommt, trotzdem Rechtsverteidiger. Und das sieht richtig stark aus, denn da hätte man Rechtsverteidiger mit allen Werten über 80. Seine letzte Informkarte müsste auch schon alle über 80 haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so hat sie sogar alle Werte über 84. Und das ist natürlich nochmal ultimativ krank und kann man auf jeden Fall so machen. Sie sieht richtig geil aus. Allgemein sieht die Defensive der Serie A sehr, sehr stark aus. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wer meint, ihr muss in die Defensive der Serie A auf jeden Fall noch rein? Wer fehlt da? Wen habe ich vergessen und wen habe ich einfach komplett überschätzt? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da eure Kommentare in die Kommentare schreibt. Ich habe nicht so viel Ahnung von der Serie A, muss man dazu sagen. Ich denke mal, das ist auch allen klar. Das ist die Liga, die ich noch am wenigsten verfolge aus den, beziehungsweise, naja, nach der Liga am wenigsten verfolge aus den 5 Top-Ligen Europas. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn ich mag Milan und Milan ist nicht gut und deswegen muss ich mir diese Fasting antun, nachdem ich sowieso schon Fan von Newcastle und Europa sind und die beiden wahrscheinlich absteigen. Die Saison war eigentlich nichts für mich. Naja, nichtsdestotrotz war es das von der letzten Episode, der nächsten Episode der Team of the Season Predictions. In der nächsten Episode geht es dann um die Mittelfeldspieler in der Serie A und auch da könnt ihr auf jeden Fall auf einige Kracher freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben für diese Episode da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.